Hallo ihr Lieben, auf Instagram habe ich es bereits angekündigt und jetzt gibt es endlich das Video zu den beliebten Bubble-Waffeln. Und zwar ein Rezept, das definitiv gelingt. Wir brauchen Weizenmehl, lauwarme Milch, Öl, Eier, Zucker und Vanillepulver und Backpulver. Zuerst gebt ihr alle trockenen Zutaten in eine Rührschüssel, also das Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillepulver. Anschließend lasst ihr unter ständigem Rühren die Milch einfließen. Mixt so lange, bis die Masse schön klümpchenfrei und gleichmäßig ist. Danach gebt ihr ein Ei nach dem anderen dazu. Zum Schluss folgt das Öl und der Teig ist bereit. Damit ihr ihn später besser portionieren könnt, solltet ihr ihn umfüllen. Ich verwende dafür gerne so einen Messbecher, der vorne spitz zusammenläuft. Vielleicht habt ihr aber auch eine Teigportionierflasche zu Hause, die könnt ihr natürlich auch verwenden. Im Anschluss wird das Gerät eingeschaltet und erhitzt und bei mir ist das der Fall, wenn das Lämpchen grün leuchtet. Das ist ein Zeichen, dass der Teig eingefüllt werden kann. Ganz wichtiger Tipp, Leute, verwendet nicht zu viel Teig, vor allem nicht beim ersten Mal. Nehmt lieber etwas weniger, denn wenn ihr zu viel habt, dann ist das so eine Sauerei, es dauert ewig, bis man das Ganze gereinigt hat. Und deswegen solltet ihr euch einfach Schritt für Schritt herantasten und sehen, wie viel euer Gerät verträgt. Ist der Teig eingefüllt, dreht ihr das Gerät einmal um, damit er sich auch überall verteilt und dann wird die Zeit gestoppt. Bei mir dauert es 2,5 bis 3 Minuten, bis die Waffeln perfekt sind. In diesem Zustand sind sie sehr heiß und auch sehr knusprig. Wenn sie allerdings ein bisschen bei Zimmertemperatur stehen, werden sie weicher und lassen sich dann wunderbar formen und in einen Becher stellen. Auf diese Weise fahrt ihr fort, bis der komplette Teig verbraucht ist. Wie gesagt, nicht zu viel einfüllen und ungefähr 2,5 bis 3 Minuten warten, bis sie perfekt sind. Übrigens, bei mir war ein Befetten nicht notwendig, das heißt, bei mir klebten die Waffeln nicht an, aber wenn es bei euch der Fall ist und ihr seht, ihr bekommt sie schwer aus dem Gerät heraus, dann könnt ihr es natürlich auch ein bisschen befetten. Sobald ich die Waffel aus dem Waffeleisen herausgenommen habe, schneide ich die Ränder weg, weil es einfach schöner aussieht und lasse sie vollständig auskühlen. Seht ihr, so sehen sie dann aus, wenn sie ausgekühlt sind. Sie sind viel flexibler. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr so eine Papiertüte eigentlich selber basteln könnt. Dafür braucht ihr nämlich nur ein A4-Blatt. Jetzt könnt ihr sie nach Lust und Laune befüllen. Ich habe für diese Variante Nougat, Pistazien und Vanilleeis verwendet, das Ganze mit Sahne getoppt und vielen verschiedenen Süßigkeiten. Für die fruchtige Variante habe ich Waldbeereis verwendet mit Sahne und natürlich frischen Früchten. Übrigens, falls ihr eure Schokosoße auch selber zubereiten wollt, ich habe ein richtig gutes Rezept auf meinem Blog und das verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und so, meine Lieben, sieht Stressbewältigung im Jahr 2021 aus.
Wenn ihr die Bällchen öffnet, dann sollten sie innen weich und auch hohl sein. So, und jetzt dürft ihr kreativ werden und eure Waffeln nach eurem Wunsch befüllen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir wie immer Fotos zusendet via Instagram und Facebook, weil ich mich darüber immer besonders freue und es natürlich toll finde, wenn meine Rezepte bei euch genauso gut gelingen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu drücken, wenn ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.